Da wären wir wieder. Bevor ich jetzt aber richtig anfange, noch ein kleines Vorwort. Also, in der vorletzten Folge hat es ja ziemlich geruckelt. Das war die erste Folge, glaube ich, nachdem ich den Rechner neu gemacht hatte. Ich bin mir nicht ganz sicher, woran das mit dem Ruckeln lag. In der letzten Folge ist es schon besser geworden. Und jetzt habe ich nochmal die Blumeffekte, also das Leuchten bei dem Feuer und so weiter, ausgestellt. Und auch mein RAM ein wenig aufgerüstet. Und ich hoffe einfach mal, dass das Ruckeln jetzt nicht mehr da ist. Leider kann ich das off-camera nicht testen. Deswegen werden wir einfach damit leben müssen, wenn es jetzt immer noch ruckelt. Aber wir hoffen einfach mal das Beste. Und jetzt drücken wir mal Start. So. Bärtiger Wilson ist auch wieder da. Mit einem Stück Kohle. Darum wollten wir uns eigentlich kümmern. Aber wir hatten schon angefangen, die Kohle aufzusammeln. Ich weiß jetzt nicht, ob wir alles mitgenommen hatten. Nee, hatten wir nicht. Sehr gut. Drei Stücken fehlte noch. Super. Das lohnt jetzt nicht so wirklich. Also müssen wir jetzt nochmal oben zu unserer Holzfarm. Boah. Ich vergesse mal wieder, dass die Spinnen jetzt auch tagsüber rumlaufen. Das ist echt übelst gefährlich. Also ja, wir müssen hier erstmal ein, zwei Pflanzen bauen. So. Und dann hier oben ein wenig Holz schlagen. Auch wenn wir damit den Baummenschen rechnen müssen. Damit wir an die Tanzapfen rankommen, um unsere Holzfarm, also unsere Kohlefarm unten wieder aufzubauen. Ich hätte niemals gedacht, dass wir irgendwann mal nicht genug Tannensapfen haben. Aber anscheinend ist dem so. So, du bleibst erstmal da liegen. Du kommst mit. Irgendwo hat sich hier noch was versteckt. Da ist ein Lock. Da ist ein Lock. Und so, ich habe dich genau gesehen. Genau, da ist noch ein Tannensapfen. So. Und wir müssen eigentlich mit der Schaufel hier auch mal wieder durch. Die ganzen Stümpfe rausreißen und hier neue Bäume pflanzen. Es wird echt eng mit den Tannenzapfen. Kann es sein, dass jetzt auch weniger bei rauskommen? Nö, zwei Stück. Ich habe die nur zu stark verheizt. Es könnte sein, dass wir auch irgendwo noch eine Kiste haben, voll mit Tannenzapfen. Aber dann wahrscheinlich in unserer alten Basis. Und dahin zurücklaufen muss nicht unbedingt sein. So, acht Zapfen. Wie war richtig? Ich glaube, so rum war es richtig. Gucken wir auf die Karte. Nee, so rum war nicht richtig. Ich glaube, so rum gehört das. Ja, ein Kompass wäre echt hilfreich. So. So, du kommst auch noch mit. Unsere Farmen waren nicht alle bestückt, richtig. Du kommst da rein. In welcher Biotonne waren die Samen? Da nicht. Da nicht. Nirgendwo. Gut. Dann können die auch hier rein. Kohle wird zwischengelagert, damit wir wieder ein bisschen Platz haben. Und mit den 8 Tannenzapfen machen wir unsere Kohlefarm weiter. So. Auch wenn das gefährlich nahe an dem einen Schweinehäuschen dran ist, wo inzwischen immer noch kein Schwein rausgekommen ist. Aber so weit wird das Feuer schon nicht ausbreiten. Also, du in die Hand. Und einmal abfackeln, bitte. Weg von den Samen, die brauchen wir. So. Axt in die Hand. Oh, nicht so nah rangehen, Wilson. Autsch, das tut ja richtig weh. Wir haben 41. Wie viel macht das Mitis du? Nur 6 Lebenspunkte. Das ist ganz schön mau. Was mich aber daran erinnert, dass wir unbedingt noch die Bienenstöcke hier aufbauen müssen. Denn der Honig regeneriert ja am meisten Lebenspunkte, so wie ich das mitbekommen habe. So. Oh, und die Bienenstöcke. Theoretisch gibt es ja nur begrenzt Bienenstöcke auf der Karte. Und wenn man mal den Fehler macht, die alle kaputt zu hauen, kommt man nicht mehr an die lebenden Bienen ran, um neue Bienenstöcke aufzubauen. Das könnte echt ein Problem werden. Also wir haben, glaube ich, noch hier oben einen Bienenstock. Das war es dann aber auch. Mist, Mist, Mist. Aber das könnten sie noch ändern, dass es irgendwie so frei lebende Bienen gibt. Aber dann hätte man die Bienen und trotzdem keine Waben. Die braucht man ja auch noch. Okay, es muss frei lebende Bienen geben, die auch in den Bäumen irgendwelche Sachen hinterlassen, woraus man Waben entwickeln kann. Das klingt ein wenig kompliziert.
oder muss einfach nur aufpassen, was man macht. Das ist ja der größte Fehler, den die meisten Spiele machen, dass sie es so gestalten, dass der Spieler immer weiterkommen kann. Das heißt, da muss ich nie über irgendwas Gedanken machen und tut es dann meistens auch nicht. Aber wenn so ein Spiel richtig gnadenlos ist, wo man dann merkt, wenn ich den Fehler mache, dann kann ich quasi neu anfangen, dann überlegt man sich zweimal, ob man gewisse Sachen macht oder nicht. Was zu einer Sache hin halt recht interessant ist, andererseits auch ziemlich frustrierend sein kann. Ich erinnere da mal an War Fortress. Aber gut, wir haben genug Dünger. Wir wollten demnächst nochmal diese Super Speedy Farm bauen. Aber da fehlen jede Menge Forschungspunkte für. Deswegen habe ich auch gerade so viel Gras gesammelt und werde ich jetzt auch noch weiter sammeln. So, das kann einmal da rein. 72 haben wir jetzt. 75. Oh, okay. Also Blümchen bringen 3 Forschungspunkte. Gras war 4, richtig? Das war das Feuer. Okay. Ne, auch 3. Okay. Ah, ich komme da langsam nicht mehr so wirklich hinterher. Demnächst kommt ja schon wieder der nächste Patch. Gott weiß, was da wieder geändert wird. Das ganze Holz. Nicht in die Biotonne. Haben wir hier schon irgendwas? Da ist Stein. Der kommt hier halt Stein und Holz rein. So. Rasiermesser kann da auch wieder mit rein. Seile auch. Da muss das alles nicht hier draußen rumliegen. Für den Fall, dass hier wieder diese Feuerhunde kommen. Und die Büffelhaare hatten, glaube ich, schon Platz. Jo, da. Da haben wir jetzt 12 Büffelhaare. Und ich habe da ein recht wildes Gerücht gehört, was man mit dem Büffelhut machen kann. Aber das kann ich irgendwie nicht glauben. Da fehlen noch 4 Büffelhaare für. Und die Forschungspunkte dementsprechend. Aber ja, werde ich auf jeden Fall auch ausprobieren, sobald die Zeit soweit ist. Da ist noch 2 Honig drin. Ist hier noch irgendwo was drin? Gekochte Karotten. Also wenn man zweimal Fleisch hat und irgendwas anderes, dann kommt dieses Meaty Stew bei raus. Wenn man zweimal Gemüse hat und irgendwas anderes, kommt das Grünzeug-Cocktail-Dingens dabei raus. Aber was kommt raus, wenn man einmal Grünzeug, einmal Fleisch und dann irgendwas anderes hat? Ja, probieren wir es mal aus. Die Samen kommen auch noch mit. Stöckchen brauchen wir auch noch. Das ist echt doof mit dem Gras. Also ich benutze es ja primär, um es immer zwischendurch mal zu verforschen. Aber wir brauchen das jetzt ja auch für die neuen Fallen, um die Spinnen irgendwie einzudämmen. Was sagt die Karte da eigentlich? Die Karte sagt, wir haben oben bei den Spinnen schon ein paar Fallen. Können wir morgen mal nachgucken. Ob da tagsüber sich 1, 2 Spinnen raustrauen und in die Fallen reinlaufen oder ob die Fallen vielleicht sogar schon voll sind. Könnte natürlich auch sein. Tanzapfen laden wir dann so lange hier ab. Da ist auch noch eine. Sehr gut. Dünger hat bestimmt auch schon irgendwo einen Platz. Genau. Der eine Hase. Kann man Hase in Kisten stopfen? Ja, kann man. Ich habe aber auch gehört, dass man sie einfach hinlegen kann und umbringen. Ich war der Meinung, dass sie früher abgehauen sind, aber nö. Sehr gut. Nicht gerade nett, aber na gut. Wir müssen halt essen. Lebenspunkte sehen immer noch nicht sehr gut aus. Aber das wird sich mit der Zeit schon legen. So, 3 Stachelfallen sind da. Keine von den Fallen wurde bisher ausgelöst. Dann ziehen wir doch mal... Okay. Mir ist jetzt vollkommen egal, was in dem Rucksack war. Ich gehe da nicht wieder hin. Wir brauchen einen neuen Rucksack. So. Und ich hoffe mal, dieses Riesending kommt uns nicht hinterher. So. Du wirst jetzt gekonnt ignoriert. So viel zu der Idee, dass wir jetzt jeden Tag ein paar Spinnen umbringen können. Na super. So, du kommst noch mit. Die Samen sacken wir gleich auch noch ein. Die Grasbüschel auch. Und dann machen wir uns da dran, mit dem Spaten mal ein wenig hier aufzuräumen. Und neu zu pflanzen. Aber ich komme irgendwie echt nicht hinterher mit den Bäumen. Das ist ein wenig ärgerlich. Ich hätte damals die ganzen
Akzeptanz habe für nicht verforschen, verfeuern und für sonst was sollen, sondern für genauso einen Moment aufbewahren. Denn verbringe ich den halben Tag eigentlich immer nur damit, Holz zu hacken, Kohle zu produzieren oder sonst irgendwas. Also jedenfalls kommt mir das jetzt so vor. Ist wahrscheinlich nur rein subjektiv. Aber na gut. Was muss, das muss. Oder wat mut, dat mut. Als guter alter Hamburger. So, da ist gerade ein Baum groß geworden. Der wird auch gleich wieder runtergechoppt. Chop, 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 chop. Und ich muss das mir echt langsam angewöhnen, mit der Leertaste zu machen. Da schreit ja jeder zweite Kommentar inzwischen nach. Benutzt doch die Leertaste. Ja, aber ich habe dann immer den Verdacht, dass ich das Falsche mit der Leertaste als Ziel habe. Und dann wieder irgendjemand anhaue, den ich nicht anhauen sollte. Das wäre ja nicht so toll. So, Schweinchen. Wir brauchen unbedingt eine Schweinehaut von dir. Für einen gewissen Helm. Und wir ködern dich mit Samen. Na, nicht den Funken. Ah, okay, Schweine essen keine Samen mehr. Dann halt mit Fleisch. Leckeres Fleisch. So. Immer noch keine Schweinehaut. Ah, die muss echt selten geworden sein. Das ist schon das dritte oder vierte Schwein, das wir umbringen, ohne da an irgendwelche Häute ranzukommen. Na gut, können wir nicht ändern. Wilson hat mal wieder gleich recht großen Hunger. Na gut, kriegt er halt etwas vom guten Fleisch. So. Also wirklich rentieren tun die Farmen sicher noch nicht. Obwohl wir sollten wahrscheinlich einfach mehr manuell düngen. Das ist schon wieder falsch rum. So. Ja, also mehr manuell düngen. Aber es kostet auch wieder Zeit und der Tag ist so schnell rum. So. Hier waren die Spinnen gleich schon wieder. Ich gehe mal ganz vorsichtig näher ran. Einmal will ich doch meinen Rucksack wieder haben. Außerdem will ich gucken, ob dieses riesige Spinnending wieder eingeschlafen oder zurücktransformiert oder was auch immer ist. Nee, ist es nicht. Und es bewegt sich hier hin. Das ist nicht gut. Oder bewegt es sich hinter uns her? Ich bleib mal hier stehen. Nee, da kommt nichts. Da können wir es sehen. Aber es bewegt sich anscheinend zufällig in der Gegend herum. Ah, das ist sehr schön. Also wir könnten versuchen, es zu den Schweinen zu locken. Aber ich denke mal, so groß wie das Ding ist, werden zwei Schweine da nicht viel ausrichten. Und solange wir keinen Baseballhelm haben, werde ich mich da auch nicht ranwagen. Schon gar nicht, wenn wir so angeschlagen sind wie jetzt. So, aber ich schnappe mir ganz kurz die Tasche. So, weg, 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 weg. Oh, das ist ja ein neues Spinnenei. Also dieses riesige Ding. Ups. Dieses riesige Ding ist aus dem Dreierei rausgekommen und hat ein neues Einerei dahingelegt. Das heißt, wenn das Ding zu lange lebt, legt es durchgehend Eier. Das wäre nicht so gut. Ha, würde das Spiel aber wieder schön schwer machen. So, was haben wir da? Wir haben ein Meaty Stew, obwohl nur ein einziges Fleisch drin war. Das ist komisch. Aber na gut. Njom, njom, njom. Sehr gut. Und euch wollten wir manuell düngen. Wo ist der ganze Dünger hin? Achso, in der anderen. In der anderen Tasche natürlich. So, du dahin, du dahin, du dahin. Du bist jetzt die neue leere Tasche. Du bist unsere alte, volle Tasche. So. 1, 2, 3. Die könnten... Oh, das geht sogar. Ich wollte gerade sagen, sie könnten es ja mal so machen, dass man den Dünger hier irgendwie verfeuern kann, dass er dann auch Brennwert hat. Aber das geht ja schon. Sehr schön. Also im Notfall können wir auch unseren Dünger benutzen. Da müssen wir nicht immer diese Kohlefarm da abfarmen, sondern jeden Tag einfach ein bisschen Dünger aufheben. Ah, sehr schön. Flum, flum. Karotte, Karotte. Nichts. So, nochmal. 2 davon und 2 Karotten. Die Karotten kommen mir irgendwie immer wie die Nieten vor. Aber die bringen halt am wenigsten. Und was wäre dann der Hauptgewinn? Diese Drachenfrucht, glaube ich. Die bringt am meisten. 86.
99. Ja, so schlecht sind die Karotten doch nicht. Ja, haben wir schon einen Platz für euch? Nein, haben wir nicht. Da rein. 4 Dünger. Ne, Dünger war gar nicht hier, Dünger war hier. So, die Samen haben wir schon mehr als genug. Also, neue Samen da bitte rein. 1, 2, 3, 4. Einmal düngen, zweimal düngen, dreimal düngen, Karotte. Einmal düngen, zweimal düngen, dreimal düngen, Mais. Nicht hinschmeißen. So. Aber ich glaube, ganz so ist das nicht geplant. Wir sind jetzt bei 99 Forschungspunkten. Kostet diese neue Farm eigentlich echt 200? Turbofarm 200. Nee. Na gut, einfach immer weiter schön Gras reinschmeißen. In 3, 4, 15 Tagen haben wir dann noch Forschungspunkte. Oder mir wird es irgendwann zu langweilig und ich gehe wieder auf Abenteuertour. Zu den Augen zum Beispiel. Und klaue da 1, 2 Eier. Obwohl das bisher nie wirklich gut gegangen ist, oder? Ich glaube, wir hatten es einmal geschafft, 2 Eier mitzunehmen. Da habe ich aus Versehen beide verkocht. Das war nicht so schön. Aber es war meine Lehre. Und nächstes Mal passiert es garantiert nicht. So. Die kommen auch gleich mit. Die werden dann hingepflanzt. Das Essen können wir auch noch verkochen. So. Und jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut, wo ich dann nachgucken kann, ob es geruckelt hat oder nicht. Und dann sehen wir uns morgen gleich wieder. Also bis denn. Na, also wird auch abgespeichert. Sehr schön. Also bis gleich.